Es sollen Bohrungen, Senkungen und Gewinde im Partdesign erstellt werden. Dem Bauteil soll eine Bohrung hinzugefügt werden. Nach dem Auswählen der Funktion Bohrung wird die gewünschte Fläche ausgewählt. Es erscheint das Fenster Bohrungsdefinition. Um die Bohrung auf der Fläche zu positionieren, wählen Sie Positionierungsskizze. Sie gelangen in den Skizzierer. Bestimmen Sie die Position der Bohrung. Mit Umgebung verlassen gelangen Sie zurück zur Bohrungsdefinition. Unter Bohrtyp wählen Sie den Durchmesser und die Tiefe der Bohrung. Verändern Sie den Bohrtyp von Sackloch auf bis zum nächsten, entsteht eine Bohrung bis zur nächsten Bauteiloberfläche. Mit bis zum letzten wird die Bohrung bis zum Ende des Bauteils ausgeführt. Im Fall des Sacklochs kann unter Boden die Form des Bohrungsgrundes verändert werden. Unter Richtung können auch schräge Bohrungen erstellt werden. Unter Typ sind unterschiedliche Senkungen auswählbar. Nach dem Aktivieren von Gewinde unter Gewindedefinition wird ein Gewinde erzeugt. Gewinde werden in CATIA V5 nicht angezeigt. In Zeichnungen wird der Unterschied zwischen einer Bohrung und einem Gewinde sichtbar. Wird ein Standardgewinde oder ein Feingewinde gewählt, wird auch automatisch der Bohrungsdurchmesser angepasst. Beschrieben wird das Gewinde und die Bohrung durch die Gewindebeschreibung, die Tiefe des Gewindes und der Bohrung. Auch ein Linksgewinde ist möglich.